Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 3. Und heute gucken wir uns ein neues Auto an und eine neue Eventreihe. Wir werden heute eine Meisterschaft fahren mit... Ja, es gibt auch den V-Spec, aber wir gucken uns den V-Spec 2 an. Oder mit dem V-Spec 2 gucken wir uns die, ich glaube, japanische Championship in der Amateurliga an. Wir werden natürlich einen Ölwechsel machen, aber ich probiere es erstmal ohne Upgrades. Ich schaue mal einfach, wie gut wir jetzt hier zurechtkommen. Hoffentlich werden wir da richtig, richtig abgehen und die Meisterschaft gewinnen. Ja, ich habe auch ein bisschen überlegt, Rally ja, nein. Weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie es bei Rally war. Muss man das Auto tunen, vielleicht schon fürs erste Rennen oder nicht. Und das ist halt irgendwo immer ein bisschen stressig. Und deswegen lasse ich es jetzt einfach gerade mal sein. Was wir auf jeden Fall beim Nissan GTR, beim Nissan Skyline GTR machen können, ist, wir können tatsächlich die Traktionskontrolle auch ordentlich runterdrehen. Ich habe ja zuletzt die... Lol, wir können Downforce bei diesem Auto anpassen? Beim Heckflügel zumindest, krass. Ja, Stabilitätsmanagement soll ja nur Zeit kosten. Und Traktionskontrolle drehen wir mal relativ weit runter. Vielleicht könnte ich es auch auf 1 oder vielleicht sogar auf 0 machen, weil das Auto hat ja Allrad. Kann sein, dass der richtig abgeht jetzt. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Und wir sind unterwegs für Rennen Nummer 1 in Tokio. Coole Felgen. Oh, ich kann ja mal Reverse Shifting nochmal testen. Es dauert aber dann relativ lang, bis er fertig geschaltet hat, ne? Aber beschleunigt halt in der Zwischenzeit einfach weiter. Das ist... Es wirkt total weird, ne? Es ist... Es ist super strange, aber... Es ist aber auch irgendwie super schnell. Boah, ich glaube aber... Der Honda zieht uns weg gerade, ne? Ist halt die Frage, ob man mit dem überhaupt mithalten kann mit so einem Fahrzeug dann. Oder ob der Nissan nicht komplett hinten dran ist. Na, hinter mir der Subaru ist auf jeden Fall auch noch recht nah dran. Supra ist auch dran. Wir können ja mal versuchen, auf der Start-Ziel-Geraden zu gucken, wie viel wir bei Start-Ziel-Überfahrt an Speed drauf haben. Abhängig davon, ob wir Reverse shiften oder nicht. Ich finde das enorm spannend, dieses Thema. Darüber kann man, glaube ich, ganz gut dann erfahren, ob das für das entsprechende Auto bedeutet, dass es jetzt hilfreich ist oder nicht, dieses Reverse Shifting. Für die Leute, die in der letzten Folge nicht dabei waren. Oh mein Gott. Wenn du statt... Okay, warte. Wenn du statt hochzuschalten einfach in den Rückwärts, den Rückwärtsgang einmal betätigst, dann schaltet das Auto hoch und beschleunigt halt einfach unerbittlich weiter. Ja, ich glaube vom dritten in den vierten ist nicht so hilfreich, aber vom zweiten in den dritten ist gut. So, wir sind bei 126, 27 Meilen bei Startziel. Boah, der schaltet aber so schnell. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wirklich was bringt. Andererseits, ihr habt es gesehen, ich habe einfach 5 Meilen dazu gewonnen, obwohl ich geschaltet habe. Also ich bin dran am NSX, halbwegs, aber so richtig leider nicht.
Okay, jetzt mal ganz normal schalten. 166, 167 hatten wir, glaube ich, gerade, oder? In der letzten Runde schalte ich dann wieder mit Reverse Shifting, dann wissen wir es. 126, 127 hatten wir. Ah, Top Speed ist unverändert. Ich glaube aber, von 2 auf 3 bringt es durchaus was. In meinem dritten bleiben. Das hat mich bis jetzt sehr viel Zeit gekostet. Wir können das mal demnächst in einem Lizenztest machen. Weil das ist wirklich ein interessantes Thema. Nach der Meisterschaft können wir mal vielleicht reinblicken. Je nachdem, wie lange die Meisterschaft ist. Ja, die geht eine gute halbe Stunde. Vielleicht wursteln wir das mal in eine der nächsten Folgen auf. Ja, jetzt haben wir eh Windschatten vom Honda, also jetzt würden wir eh keine repräsentativen Werte für die Gerade bekommen. Ja, der Honda NSX dürfte doch eigentlich in jeder Hinsicht schneller sein als so ein Stock GTR, oder? Oh mein Gott. Außer vielleicht beim Starten. Oh, der muss da bremsen. Okay. Dabei meinte ich auch. Muss er hier bremsen? Lol. Na, schade, es ist nur P2, aber ich glaube, es ist doch schwierig, hier den Honda zu besiegen. Wir sind immerhin vor der Supra, vor dem Supra, wie auch immer. Ja, hier sind wir ziemlich sicher in 127 Meilen Region gewesen. Also ich behaupte mal, von 2 auf 3 bringt es auf jeden Fall was, über den Rückwärtsgang hochzuschalten. Der ist sogar hinter dem Subaru gelandet. Was? Bro, der hat 2 Punkte geholt in der Meisterschaft. Was ist mit dem anderen Skyline los? Hä? Vom dritten in den vierten aber ganz normal beschleunigen. Das ist da definitiv hilfreich. Oh, 6 Runden. Das ist eigentlich die perfekte Strecke, um sowas mal zu testen. Oder? Ja, in Betracht dessen, dass wir hier wahrscheinlich eh die meiste Zeit im dritten oder vierten sind. Oder fünften, eher nicht. Boah, gewinnt ja der Toyota Supra oder was? Dem fehlt so ein bisschen Vortrieb leider. Ja, komm, push! So wie in der einen Gran Turismo 4 Mission, die ich als Kind nicht wirklich gerallt habe, weil ich immer versucht habe, einfach wegzuziehen. Weil ich das Konzept von so Draft und so nicht ganz verstanden hatte. Ja, man bleibt hier im vierten in dieser Kurve. Hier geht's zugleich in den fünften wahrscheinlich kurz. Dann gehst du in den dritten, dann geht's wieder in den vierten. Carry da aber auch sehr viel mehr Geschwindigkeit durch. Und der Nissan ist hier tatsächlich mal schneller anscheinend auch als die Dudes dahinter. Hat er ein bisschen Tuning? Ich glaube, der fährt auch gerade ein bisschen schneller als ich. Ich glaube, die anderen können einfach nicht vernünftig in der Kurve bleiben. Dranbleiben am NSX. Ganz wichtig.
ich jetzt nicht gegen den NSX gewinne, dann wird es schwierig. Dann muss ich die letzten drei Rennen definitiv vor ihm abschließen. Zweimal davon muss ich das Rennen aber auch dann gewinnen. Das ist das erste Mal, wo ich jetzt mal richtig, glaube ich, herausgefordert bin in Gran Turismo 3. Let's go. 42,2. War nicht mal die beste Zeit, die wir bis jetzt gefahren sind. Ah. Fährt aber auch einfach eine ganz wilde Linie da immer. Also ich halte da einfach meine Spur, Runde für Runde, und wir haben die Chance, jetzt das Ding hier zu gewinnen, weil klar, er kommt jetzt auf der Geraden immer ran, aber in den Kurven... Da setze ich mich dann immer wieder durch. Und das sieht gut aus! Ja Mann! Punktgleichheit zwischen den beiden Autos jetzt. Und eine schnellste Runde am Ende nochmal, weil ich nicht in Kurve 1 aufgehalten wurde. Da war es auch kein allzu großes Problem, dass wir nach Kurve 1 keinen Windschatten mehr hatten. Alles super. 16 zu 16. Und der Skyline, der hinter uns ist, hat 6 Punkte. Sehr schön. Nice. Freut mich. Der ist leider nicht vor der Supra, aber oder vor dem Supra. Das heißt ja der Supra, glaube ich. Ist eh egal, oder? Ist eigentlich Latte. Aber... Geht auf jeden Fall nach vorne. Und Apricot Hill ist die nächste Strecke. Heieiei. Hoffe, dass das jetzt alles passt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Backup einfach mega viel bringt, weil du da die Motorbremse umgehst. Potenziell. Oh, langgezogene Linkskurve. Boah, der ist ein bisschen weit rausgekommen, aber geht noch. Boah, Alter, wie wir beide hier wieder wegziehen, das ist krass. Alter, ja, ich weiß nicht, also ich bin ja früher nie ohne Stabilitätskontrolle gefahren und eigentlich bin ich es auch in meinem Run 2020 oder 2021. Auf jeden Fall habe ich, als ich meinen letzten Gran Turismo 3 Playthrough hatte, auch den Run mit Stabilitätskontrolle gemacht und das hat ohne Stabilitätskontrolle auch irgendwo seine Vorzüge, aber man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen. Und ich muss mich wahrscheinlich jetzt bei jedem Auto neu dran gewöhnen und in jeder Session. Weil aktuell ist so ein bisschen ist schwierig für mich, alles so zu machen wie vor Neujahr. Ich beschäftige mich mit so zwei, drei Themen, die Zeit fressen. Aber ist eigentlich alles gut. Alles entspannt.
Aber es erschwert halt natürlich, dass ich mich jetzt wie vor ein paar Wochen hinsetze und sage, hey, ich nehme jetzt einfach 7, 8 Folgen Gran Turismo 3 am Stück auf. Insbesondere auch, weil ich ja jetzt Content-Sites ein bisschen umstelle oder umgestellt habe. Und auf dem Hauptkanal eher Videos kommen, die dann ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen werden. 5/10 Vorsprung. Schön am Curb. Zwei Zehntel Rückstand auf Startziel. Boah! Enge Kiste. Jetzt muss ich eigentlich die Runde viel besser fahren. Let's go. 1:33,3 muss ich klar unterbieten jetzt. Dann haben wir das Ding. Aber er war gerade eben schneller im letzten Sektor als ich. Ich glaube, bereits hier hatte ich jetzt mal ein bisschen mehr Tempo drauf als in der letzten Runde. Sauber. Wenn ich jetzt die Schikane nicht wieder zur Runde versiebe, dann ist es gut. Nice one. Sehr schön. Sauber. Das ist Win Nummer 2. Ganz, ganz wichtig, weil jetzt müssen wir noch ein Rennen im direkten Vergleich gewinnen gegen den Honda NSX und dann haben wir's. Dann haben wir's. So. Oh, Special Stage Route. Nummer 11. Nun. Alter, vom ersten in den zweiten, das ist ja unfassbar OP. Oh mein Gott. Ey! So. Harten Bandagen auch auspacken. Also auf dieser Strecke gegen den Honda zu gewinnen wird schwierig. Aufgrund der fehlenden Stabilitätskontrolle. Ich werde die gleich mal wieder anschalten und gucken, ob es in langsamen Kurven ein bisschen angenehmer wird. Ne, aufgrund dessen bin ich da halt ein bisschen hinterher. Vielleicht auch wegen der Traktionskontrolle, weil die hier und da fehlt durchaus. Das, wenn du es mal versiebst, dann aber richtig, dann verlierst du aber auch richtig Zeit. Vom ersten in den zweiten bringt es eigentlich sehr viel und das wollte ich gerade nutzen. Wow.
Hier vor dem Nissan, vor dem Honda zu sein, wäre cool gewesen, weil dann hätte ich wenigstens einen großen Teil der Geraden auch mal Windschatten gehabt. Und da hätte er mich erst auch mal überholen müssen und so. Ja, wobei den Vorteil hat er so oder so ausgespielt, so ist er halt 2,5 Sekunden weg. Bro, muss los. Okay, also ich bin mir sehr sicher, der Nissan GT-R, der hier mitfährt, der hat auf jeden Fall Leistungstuning. Also Tuning ist hier gestattet, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der halt mit Tuning fährt. Wie sonst soll der bitte so krass rankommen jetzt? Aber 1,9 nur noch zu dem Honda, also... Es funktioniert. Eine Runde bin ich wieder dran. Hoffentlich. Wenn ich am Ende der Runde vorne bin, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das eventuell wirklich sogar gewinnen könnten. Komm hier ja nicht mal in den vierten. Und der Honda liegt hier so gut, dass er nicht mal diesen klassischen KI-Move macht und da überall jede Wand mitnimmt in der Schikane. Boah. Aber es ist auch krass, wie wir jetzt rankommen, ey. In Kurven ist der Nissan so überlegen. Hier kommt er weit raus. Ich muss hier reinstechen. Anlehnen ist erlaubt! Oh mein Gott. Ah, jetzt kommt der Honda NSX wieder durch. Ey, wenn ich in der letzten Runde an der Stelle vorne bin, dann... ...könnte es was werden. Ich bin jetzt viel näher dran als eben. Also 2,5 Sekunden war es gerade eben ja, als wir über Start-Ziel gefahren sind, der Abstand. Und jetzt sind es wahrscheinlich so 1,47. Na, ist okay. Komm da nicht mal in den fünften Gang, lol. Sehr gut. Da kommt er aber an die Wand immer. Let's go. Boah, ey, in der dritten Runde war es viel besser, da bin ich ja nicht mal an die Wand gedotzt. Er aber schon jetzt. Oh mein Gott. Da bin ich jetzt auch an die Wand gedotzt, aber ist egal. Komm schon. Weiter innen bleiben jetzt unbedingt hier. Jetzt kann ich hier sogar eine legitime Attacke starten. Und hier komme ich viel besser raus. Nein, Mann. Lass mich in Ruhe. Mama. Geh an die Box! Bumptraft mich, Kollege! Ja, der gewinnt das sowieso. Der hat's aber auch verdient. Rein da. Auf eine Entscheidung im Finale, Mate. Ist schon gut so, dass er gewonnen hat. Das war natürlich am Ende ein bisschen dirty, aber hey. Als Finalrennen Monaco wäre geil. Oh je.
32 zu 32. Ich weiß, ich könnte das Qualifying machen, aber das mache ich jetzt nicht. Ist mir immer zu viel Zeit, die da flöten geht. Bin jetzt mal komplett konzentriert, Leute. Vielleicht auch mal ganz cool, mich tryharden zu sehen. Oh nein. Ach komm, Alter. Supra, ey. Ey, der... Ich nutze jetzt mal eine andere Special-Taktik. Weil ihr mich alle nervt. So, tschüss. Hör auf geht's, Nissan College. Hilft mir bitte, hilf mir. Let's go. Let's go. Wir sind dran. Wir sind dran. Das ist das Wichtigste. Ich bin gerade so nah dran, wie ich es in der gesamten Runde nicht war. Ich glaube, selbst beim Rennstart hatte ich mehr Rückstand als hier. Und der kriegt auch nicht mal hier die gerade Ausfahrt vernünftig hin. Und bremst hier jetzt innen. Zumindest sehr viel weiter innen als... Man sollte. Also man sollte eigentlich gar nicht innen bremsen hier, aber okay. Anyway. Sehr schöner Exit von mir. Schwieriger für ihn. Der Nissan Skyline hinter mir kam da auch ganz gut durch. Jetzt haben wir auch keinen nervigen Subaru mehr, der uns hier die ganze Zeit hin und her schiebt. Oder auch ein Toyota Supra oder so, der uns auch hin und her geschoben hat, sondern jetzt ist es 1v1. Das Problem ist, ich bin dran, aber nicht so viel näher dran als in der letzten Runde. Geht. Oh, er verteidigt hier innen, aber ich gehe noch weiter innen. Oh mein Gott, ey. Alter. Zieht hier vorbei. Kann er die Kurve vernünftig bekommen? Weiß ich nicht, ob das jetzt vernünftig war. Ich habe das Gefühl, nein. Hey! Ah, die nehmen da... Okay, die bleiben nicht so weit innen wie ich. Okay, 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 never mind. Die nehmen quasi zwei Scheitelpunkte mit. Ich wusste, dass er da overshooten wird, deswegen bin ich da ein bisschen anders gefahren.
Nein. Das hat sehr viel Zeit gekostet gerade. Oh no. Es ist nur eine leichte Berührung mit der Mauer gewesen. Nur leicht touchiert, aber... Alter, Nissan! Du bist doch mein Teamkollege, du musst mir jetzt helfen, die Meisterschaft zu gewinnen. Mauer da auch touchiert. Ich bleib vorne! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich will die Meisterschaft gewinnen! Egal wie schmutzig es jetzt wird! Alter, die letzte Runde war so schlecht. Die war richtig schlecht. Oh Gott, ich dachte schon für einen Moment, es geht weiter, als die Einblendung so spät erst kam. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Mann, Alter. Puh. Ja. Das war am Ende nicht ganz sauber. YOLO. Let's go. Wenn ich innen überholt hätte, hätte ich wahrscheinlich ohne Aufhalten gewonnen, weil in der Runde davor war ich ja auch eigentlich vorne, oder? Auf Startziel, weiß ich nicht. Oh, das sieht nach interessanten Autos aus. Warum sage ich sowas? Warum? Ich verstehe es nicht. So. Ich würde jetzt vielleicht noch einen Versuch wagen. Machine Test. So. 400 Meter fahren. Let's go. Gucken wir ganz kurz, ob das, was ich die ganze Zeit erzähle, jetzt Sinn ergibt oder nicht. Für den Start, damit wir da keine veränderten Starts haben, werde ich durchgehend einfach das Gas durchdrücken. Oh, und wir schalten mal... bei so 8,5. Kurz vorher ist besser. ...13,02. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit dem aussieht, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, dem sogenannten Reverse Shift. Kurz für die Leute wieder, die es nicht wissen: Wenn ihr im Drehzahlbegrenzer seid, könnt ihr statt hochzuschalten auch einfach die Rückwärtstaste drücken und schaltet. Oh wait, das muss ich nochmal neu machen, damit ich Vollgas die ganze Zeit gebe. Let's go. Es wird jetzt zwei Parteien geben. Die Leute, die sagen, ach, das sind noch nur 200stel, und die Leute, die sagen werden, das war eine ganze Wagenlänge. Auf 400 Meter. Oder eine halbe Wagenlänge. Auf 400 Meter, Leute. Das ist was. Das ist krass. Jetzt mal nur im ersten. Ja. Vom zweiten in den dritten ist es ohne besser. Oh mein Gott. Also beim ersten Mal habe ich jetzt... Ich habe das Reverse-Shift beim ersten Mal jetzt auch besser hinbekommen. Oh mein Gott, Alter. Ich habe eine Zehntelsekunde gefunden, nur über den Reverse-Shift vom ersten in den zweiten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das auf Platz 3 ist jetzt unser erster Versuch gewesen. Ich bin eine Zehntelsekunde schneller, weil ich einfach anders... Moment... Weil ich einfach anders starte. Was? Oder anders schalte von dem ersten in den zweiten. Das ist krass. Und je später du es timest, desto... Oh mein Gott. Oh, Alter, das ist ja heftig.
nochmal eine 100. rausgeholt. Es ist schon heftig. Also es ist wirklich krass. Es ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Und da können wir jetzt mal gucken, ob wir eventuell hier was sehen. Anhand des Graphen. Ja, und da seht ihr halt eine Sache, die halt echt cool ist. Beim ersten... Wobei, sieht man das da so richtig? Weiß ich nicht. Was auf jeden Fall krass ist, warte mal, Track B. Was ist Track B jetzt? B ist... Es ist auf jeden Fall heftig, finde ich. Dass man halt quasi, beim Schalten immer weiter Vortrieb bekommt, also dass das Auto weiter nach vorne schiebt. Ja, obwohl du gerade einfach schaltest. Es ist halt heftig. Und jetzt können wir nochmal ganz kurz gucken. Was bringt's denn zum Beispiel im Toyota Witz? In dem Toyota Yaris so gesehen. Weil da bringt's mit Sicherheit am allermeisten, glaube ich. Bei so Autos, wo das Schalten recht lang dauert. Wobei, wir haben da ja eine neue Kupplung eigentlich eingebaut. Aber gucken wir mal. Erstmal ganz normal schalten jetzt erst. Auf geht's. Ich schalte jetzt... Ja, doch, in dem fünften nochmal. 14,6, okay. 14,6. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, mal gucken. Ah, okay. Nevermind. Da funktioniert es halt nicht, weil du dem Drehzahlbegrenzer bist. Aber der Turbo pusht die Drehzahl halt einfach richtig krass hoch hier. Du müsstest unmittelbar vor 7000 das machen. Aber es funktioniert nicht, weil der Turbo den so pusht. Ah, ne, funktioniert nicht. Krass. Krass, okay. Es ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Da sehen wir es auch nochmal. Heftig, Alter. Ja, Leute, ey, damit hoffe ich, ihr hattet da viel, viel Spaß in dieser Episode und habt da auch ein bisschen was mitnehmen können. Wenn du das ist, lasst gerne einen Daumen nach oben, ne? Gerne aber raushauen. Beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst. Ciao. Moment, was wäre eigentlich eine Gran Turismo-Folge ohne unsere klassische Outro-Musik? Natürlich müssen wir hier das Outro wie folgt machen.